بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Jeder Muslim soll den Propheten a.s. mehr lieben als jeden anderen Menschen. Der Prophet Friede und Segen mit ihm sagte: La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Keiner von euch ist wirklich gläubig, bis er mich nicht mehr liebt als seinen Vater, seinen Sohn und alle Menschen insgesamt. Und um unsere Liebe zu verstärken zum Propheten a.s. und um dem Propheten wirklich zu folgen und um sein Leben zu verteidigen und um den Menschen zu beweisen, dass er ein Prophet ist, müssen wir seine Sira, sein Leben studieren. Und wenn wir sein Leben studieren, ist das auch ein Zeichen, dass wir ihn lieben. Nur die Frage ist, wie studieren wir sein Leben? Was sind die Quellen, mit denen wir das Leben des Propheten Frieden und Segen mit ihm studieren? Woher nehmen wir die Biografie des Propheten, die Sira des Propheten Frieden und Segen mit ihm? Die erste Quelle und die wichtigste Quelle und die authentischste Quelle und die schönste Quelle ist der Koran. Der Koran ist die authentischste, schönste Quelle für die Sira. Denn viele Dinge, die im Koran offenbart werden, sehr viele, haben einen direkten Bezug, selbstverständlich, zum Leben des Propheten. Beschreiben bestimmte Ereignisse, die in seinem Leben passiert sind. So ist zum Beispiel in Sure 9, Vers 24, 25 und 26 ungefähr, da wird zum Beispiel von der Schlacht von Hunain geredet. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß: Allah hat euch auch schon an vielen Stellen zum Sieg geholfen. Wa yawm Hunain, und am Tag von Hunain. Ith a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma walaytum mudbirin. Da sagt Allah: Allah hat euch schon an vielen Stellen zum Sieg geholfen am Tag von Hunain, als ihr begeistert wart von eurer Anzahl. Warum? Weil die waren am Tag von Hunain 12.000. Das heißt, Allah beschreibt das hier. Und haben dann auf dem Weg zur Schlacht gesagt, heute werden wir nicht aufgrund von geringer Anzahl verlieren. Ja, und was ist dann passiert? Die Anzahl hat euch nichts gebracht. Vielleicht Toni Ankum Shay, der hat euch keinen Nutzen gebracht. Und dann wurde die Erde für euch eng, obwohl sie weit ist. Denn viele der Sahaba sind damals geflüchtet, als die Hawazin, die Stämme, angegriffen haben plötzlich. Und dann, danach im Vers, erwähnt dann Allah, wie er die Ruhe auf die Gläubigen herabgesandt hat und sie zurückgekommen sind und wie sie dann die Schlacht am Ende mit der Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala gewonnen haben. Das kann man nachlesen in Sure 9, Vers 25, 26 oder 24, 25, 26. Kann man das nachlesen. Dann zum Beispiel in der Sure 33, Vers 22. Und das ist übrigens etwas sehr Beeindruckendes in der Sira, dass der Koran, wenn er die Sira beschreibt, auch die Gefühle der Menschen beschreibt. Alle anderen Quellen der Sira können nur das Äußere beschreiben. Aber Allah weiß, was die Menschen im Herzen haben. Und deswegen ist der Koran auch die schönste Quelle der Sira, weil sie auch beschreiben kann, was einer gefühlt hat und gespürt hat. Zum Beispiel in Sure 33, die Surat al-Ahzab, die wurde in Verbindung herabgesandt mit der Schlacht von Khandaq im 5. Jahr, mit der Grabenschlacht. Was sagt Allah dort über die Gläubigen? Da kamen 10.000 Leute damals auf Medina zu und wollten die Muslime abschlachten, töten, vernichten, ausrotten. Und jetzt sehen die Gläubigen diese Heerscharen. Allah sagt: فَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ.
als die Gläubigen diese Heerscharen gesehen haben, 10.000 Leute, sagten sie, das ist, was Allah und der Gesandte versprochen hat. Wasadakallahu wa rasulun. Allah und der Gesandte haben die Wahrheit gesprochen. Und jetzt kommt das Gefühl im Herzen. Das eine ist das, was sie gerade gesagt haben. Was waren ihre Gefühle im Herzen? Fama zadahum illa imana wa taslima. Und das hat ihnen nur an Glauben und Ergebung mehr gegeben, hinzugefügt. Das heißt, das hat ihren Glauben gestärkt. Warum? Weil sie schon vorher wussten vom Propheten, der Weg zu Allah ist ein Weg mit Widerständen. Aber am Ende, wal aqibatu lil muttaqin, der Endsieg ist für die Gottesfürchtigen. Und deswegen haben sie gesagt, das ist, was Allah, der Gesandte, versprochen hat. Hier, wir wussten, das ist der Weg. Allah sagt in Sure 2, Vers 214, Am hasibtum an tadkhulul jannata وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاءُوا وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ Denkt ihr, werdet ins Paradieskarten eintreten und euch wird nicht das treffen, was die vor euch getroffen hat? Was hat die getroffen? مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُ Was hat die getroffen? Not hat sie getroffen. Leid hat sie getroffen. Und sie sind erschüttert worden von unten. Bis wann? Hatta yaqula rasulu walladhina amanu ma mata nasrullah. Bis der Gesandte und die mit ihm waren gesagt haben, wann kommt der Sieg Allahs? In diesen Situationen, wo du denkst, es gibt keinen Ausweg mehr, kommt der Sieg. Wann kam der Sieg bei Musa alayhi salam? Als er am Roten Meer steht, vor ihm ist das Rote Meer und hinter ihm ist die mächtigste Armee der damaligen Zeit. Und neben ihm sind Leute von Benu Israel und sind ihm Zweifel am Einreden. Wie heute die Jammerlappenabteilung. Ja? Ja, guck mal hier, Probleme hin und das und hinter uns die Armee und so und so. Das heißt, Musa, seine Augen sagen ihm, kein Ausweg. Seine Ohren sagen ihm, es ist vorbei. Und sein Herz sagt ihm, Kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Aber nein. Mit mir ist wahrlich mein Herr, der wird mich leiten. Und dann in diesem Moment kommt der Sieg. Und er schlägt mit dem Stock auf das Meer. Und es geht nach oben wie in zwei Berge. Und dann geht er durch das Meer durch. Und es wird berichtet, er stand am anderen Seite vom Meer und war wieder auf das Meer am Schlagen. Übrigens, warum muss er auf das Meer schlagen? Warum? Was bringt dieser Schlag? Eigentlich bringt dieser Schlag gar nichts. Allah kann das Meer auch teilen ohne diesen Schlag, weil der Schlag hat ja keine physische Wirkung. Aber hiermit vermittelt uns Allah, du musst deinen Teil machen. Du musst den Befehl ausführen. Schlag auf das Meer, das ist der Befehl. Und Musa hat nicht gesagt, warum soll ich denn auf das Meer schlagen, was soll das denn bringen? Der hat das getan, was ihm befohlen wurde. Deswegen für dich heute, wenn dir irgendetwas im Islam nicht sofort klar ist, warum, weshalb, wieso, Frage, ist das authentisch vom Propheten überliefert, Frieden und Segen mit ihm? Frage, steht das im Koran? Und dann brauchst du nicht mehr zu diskutieren. Maryam a.s., was wurde zu ihr gesagt? Verhuzzi ilayki bijith in nachlati tusakit alayki rutuban janiyya. Schüttel am Palmstamm, am Stamm der Palme, dass frische Datteln auf dich runterfallen. Eine kleine Frau soll an einem Stamm rütteln, dass Datteln runterfallen. Was hat Mariam gemacht? Hat sie gesagt, ach nee, ist besser, ich werfe Steine hoch, dann fallen die runter. Oder hat sie gesagt, ich kletter besser den Baum hoch? Nein. Sie hat das gemacht, was ihr befohlen wurde, und die Datteln fielen runter. Deswegen mache du verrichte deinen Anteil. Das heißt, Musa, der stand am anderen Teil der Seite des Meeres und war auf das Wasser am Schlagen. Und es ging nicht wieder zu. Weil Allah hatte noch einen besseren Plan. Allah wollte, dass die Menschen, dass die Leute von Pharao erstmal in das Wasser reinlaufen, dass es dann zugeht. Und deswegen, der Sieg Allahs kommt immer am Ende, wenn du denkst, es gibt keinen Ausweg mehr und auf eine Art und Weise, wie du nicht damit gerechnet hast. Warum? Weil hierdurch zeigt Allah subhanahu wa ta'ala seine Allmacht. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ Der Sieg kommt nur von Allah. So, das auf jeden Fall erstmal dazu. Das heißt, der Koran ist die beste Quelle für die Sira.
Deswegen sieht man, viele Verse im Koran sind in Verbindung mit bestimmten Ereignissen der Sira offenbart worden. Wie zum Beispiel Sure 9, Tauba in Verbindung mit der Schlacht von Tabuk, die Sure 33 in der Verbindung von der Schlacht von Khandaq, die Sure 3 in Verbindung mit der Schlacht von Uhud, die Sure 8 in Verbindung mit der Schlacht von Badr, die Sure 48 in Verbindung mit dem Friedenspakt von Hudaybiyah, ja, die Sure 60 in Verbindung mit der Schlacht mit Banu Nadir. Ja, man sieht, dass zu bestimmten Ereignissen bestimmte Dinge herabgesandt worden sind. Ja. Beziehungsweise die Sure 59 in Verbindung mit der Schlacht von Banu Nadir, Entschuldigung. So, das ist die beste Quelle. Dann gibt es dann die Sunna selber. Die Sunna selber, das heißt die Sunna-Bücher. Zum Beispiel Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Muwatta Imam Malik, Mu'jam al-Kabir al-Tabarani, Mu'jam al-Saghir und so weiter von Tabarani, Musnad Imam Ahmed. Diese ganzen Sunna-Bücher sind auch Quellen für die Sira, denn im Prinzip ist jeder Hadith ein Teil des Lebens des Propheten a.s. Aber bei der Sira werden noch Dinge mit hineingenommen, die nicht direkt etwas mit der Sunna zu tun haben. Zum Beispiel, wie die Araber sich verhalten haben, was vor dem Leben des Propheten passiert ist, welche Angewohnheiten es unter den Arabern gab. Ja, bestimmte solche Ereignisse werden mit reingenommen. Und bei der Sira ist es auch so, dass die Gelehrten bei der Geschichte etwas toleranter waren mit den Hadithen bzw. mit den Überlieferungen, die sie aufgenommen haben in die Sira. Es wird also heutzutage einige Brüche geben in der Biografie, wenn man nur das mit aufnehmen würde, was nach Maßstab von Bukhari und Muslim authentisch ist. Warum? Weil ein Hadith, der authentisch ist, hat 5 Bedingungen und die sind ziemlich schwer. Zum Beispiel die 2. Bedingung ist, dass jeder, der in der Überlieferungskette ist, ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen hat. Oder also zumindest nach unserem Maßstab ausgezeichnet. Ja? Und es könnte aber sein, dass jemand ab und zu vergisst, dann wird der Hadith nicht als authentisch angesehen, aber es könnte trotzdem sein, dass er diese Geschichte, die er erzählt, authentisch überliefert hat. Deswegen möchte ich sagen, die Hadith-Gelehrten, die sind sehr strikt dabei, welchen Hadith sie als authentisch bezeichnen. Und das kann durchaus sein, und das sagt Ibn Hajar al-Asqalani, dass eine Sache abgelehnt wird, die aber sich so ereignet hat. Wenn man aber ein Sira-Buch schreibt, und es geht beispielsweise darum, welche Farbe ein Tier hatte und wer welchen Muschrik bekämpft hat. Das sind keine Sachen, die direkt etwas mit den Ahkam, mit den Regeln im Fiqh zu tun haben oder direkt mit der Akida zu tun haben. Solche Sachen werden mit aufgenommen. Ja. Und oft gibt es dann andere Beweise, Ereignisse, die dann beweisen, dass das wirklich auch so passiert ist. Zum Beispiel, wir haben die Geschichte von Umar al-Khattab, wie er den Islam angenommen hat. Was es danach praktisch fast für eine Rebellion in Mekka gegeben hat. So, diese Überlieferungen sind nach Maßstab der Hadith-Gelehrten nicht 100% authentisch. Aber wir haben zum Beispiel eine Aussage von Sa'id ibn Zayd, der bezeugt, dass Umar auf ihm gesessen hat, kurz bevor er den Islam angenommen hat. Und diese Überlieferung ist authentisch und das zeigt wieder, dass an dieser Geschichte, die vielleicht nach Maßstab der Hadith-Gelehrten, weil der Maßstab so hart ist und so stark ist, authentisch ist. Ja? Weil wie ich schon gesagt habe, es kann sein, zum Beispiel ein Lügner kann auch manchmal die Wahrheit sagen. Der Hadith wäre so, das wäre sofort, man weiß, diese Person ist ein Lügner, der Hadith wäre sofort total unauthentisch. Ja? Aber, wie gesagt, was die Sira angeht, so haben die Sira-Gelehrten solche Überlieferungen mit hineingenommen, ja, in ihre Bücher. Und Imam Ahmed sagt zum Beispiel, wenn wir also zur Geschichte gekommen sind, das heißt Sira etc., Biografien, so sind wir etwas toleranter gewesen, ja, mit diesen Aussagen. Also das heißt, wir waren nicht so strikt, weil sich da keine direkten Ahkam drauf bezogen haben. Hier muss man eine Sache betonen, liebe Geschwister. Man muss hier betonen, dass in der heutigen Zeit wieder etwas anderes ist. Weil wir leben in einer Zeit, die eigentlich für den Islam fremd ist. Warum?
Der Islam ist wirklich fremd geworden. Und der Prophet sagte: Beddel Islamu ghariben wa sayyaudu ghariben fatuba lil ghuraba. Der Islam kam als Fremder und wird zurückkehren als Fremder, und Tuba, ein Baum im Paradies für die Fremden. Warum? Warum ist das fremd? Diese Situation, dass die Länder alle getrennt sind, getrennt worden sind von den Kolonialherren und nicht mehr vereinigt sind, ist etwas, was für den Islam absolut untypisch ist. Und hier muss man ganz klar sagen, ein Reich wie das Osmanische Reich muss zurück, wo alle islamischen Länder vereint sind. Natürlich gab es auch Fehler im Osmanischen Reich, es muss jetzt nicht das Osmanische Reich sein. Ich will das nur als Beispiel geben, weil wir viele Türken in Deutschland haben, damit man das versteht. Die islamischen Länder müssen unter dem Banner von La ilaha illallah vereinigt werden. Das ist etwas, was fremd ist. Und deswegen, um zu diesem Zustand zurückzukommen, ist es eine Pflicht, die Sira zu studieren, um zu sehen, wie der Prophet, Friede und Segen mit ihm, es geschafft hat, die Umma zusammenzubringen und aufzubauen. Welche Methodik er genau verfolgt hat. Und deswegen gibt es heute die Herangehensweise bei Sira-Büchern, dass man nur das Authentische auswählt und ein Buch macht aus der Sira mit nur authentischen Dingen, weil es nicht mehr nur um Motivation geht, sondern es geht auch darum, eine Methodik zu entwickeln, wie man die Umma wieder vereinigt und zurückbringt zu dem Zustand, mit dem der Prophet und seine rechtgeschaffenen Khalifen Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali radiallahu anhum, wie sie die Umma hinterlassen haben. Dann kommen wir zu den spezifischen Sira-Büchern. Bücher, die spezifisch für die Sira geschrieben worden sind. Und hier gibt es zum Beispiel ein Buch, das ist von Urwa ibn Zubair geschrieben worden. Der ist 92 nach Hijra gestorben. Das ist das erste Buch, ein richtiges Buch, was geschrieben wurde, um die Biografie des Propheten zusammenzubringen. 92 nach Hijra. Urwa ibn Zubair ist der Sohn von Zubair, von einem der 10 Mubashirun, denen das Paradies versprochen wurde, von den ganz großen Sahaben, von den ganz großen Gefährten, und von Esma bint Abi Bakr, die Tochter von Abu Bakr. Das heißt, Abu Bakr ist sein Opa. Er ist 92 nach Hijra gestorben. Sein Vater ist ein großer Sahabi. Seine Mutter ist eine große Sahabia. Sein Opa ist Abu Bakr. Und seine Tante ist Aisha radiallahu anha, die 2210 Hadithe überliefert hat. Und er ist der Neffe. Das heißt, er ist derjenige, der den Zugang hat, zu Aisha reinzugehen, weil er sie ja gar nicht heiraten kann, weil sie seine Tante ist. Und deswegen sehr, sehr viele Hadithe von Aisha werden von Urwa ibn Zubair überliefert. Er hat das erste Buch geschrieben, dann gibt es ein anderes Buch von Abban ibn Uthman ibn Affan. Der ist im Jahre 105 nach Hijra gestorben. Das ist der Sohn von Uthman. Aber diese Bücher sind heute nicht mehr vorhanden. Warum? Warum sind die nicht mehr vorhanden? Weil man sich vorstellen muss, zur damaligen Zeit war es nicht wie heute, dass man einfach Bücher druckt. Ja? Sondern zur damaligen Zeit war es so gewesen, Bücher mussten abgeschrieben werden. Und später kam jemand, der hieß Muhammad ibn Ishaq. Ganz bekannt, ibn Ishaq. Der ist im Jahre 150 nach Hijra gestorben. Der kam aus Medina und er hat seine Lebensaufgabe der Sira des Propheten gewidmet und ist durch die Länder gezogen. Er ist nach Syrien gegangen, nach Ägypten. Ja, und hat die Sira gesammelt. Aber er hat mit Adam angefangen. Und das war dann ein Riesenwerk gewesen. Diese Sira von Ibn Ishaq, wie gesagt, Ibn Ishaq ist im Jahre 150 gestorben. In Medina. 150. Wer ist dann noch gestorben in diesem Jahr? Abu Hanifa. Abu Hanifa ist im Jahre 80 nach Hijra, nach der Auswanderung des Propheten, geboren. Und 150 später, also um 150 nach Hijra gestorben. Das heißt, das war ein Zeitgenosse von Abu Hanifa.
Und jetzt ist etwas sehr Wichtiges hier. Ibn Ishaq, seine Sira ist praktisch auch verloren gegangen. Ja? Aber circa 60 Jahre später, oder zum, dann, nach ihm kam Abdul Malik ibn Hisham, der ist ungefähr 60 Jahre später gestorben, soweit ich weiß im Jahre 213 nach Hijra. Und er hat praktisch die Sira von Ibn Ishaq komprimiert, zusammengefasst. Er hat also einige Dinge ausgelassen. Das ist jetzt sehr wichtig, weil das kommt einem vielleicht jetzt nicht so wichtig vor, aber es ist sehr, sehr wichtig, weil unsere Botschaft muss auf festen Beinen stehen. Nicht auf irgendwelchen Legenden, die kein Hand und Fuß haben. Das heißt, wir haben Koran, wir haben Sunna und wir haben spezifische Sira-Bücher. Jetzt kommt Folgendes. Dieser Ibn Ishaq, der wird von einigen Gelehrten kritisiert. Und daraus machen die Orientalisten ein riesengroßes Affentheater draus. Die nehmen sich zum Beispiel eine Aussage von Imam Malik, wo er sich negativ über Ibn Ishaq geäußert hat. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn jemand über jemanden redet, zur damaligen Zeit, dann schauen wir, was andere auch über ihn gesagt haben und warum sie ein Urteil über eine bestimmte Person haben. Und deswegen, Al-Dhahabi, der große Gelehrte, fasst die Meinung über Muhammad ibn Ishaq zusammen. Und was dabei rauskommt, ist, dass er nicht der stärkste Überliefer von Hadith ist, dass er aber der stärkste ist, was die Sira angeht. Weil das ist sein Spezialthema. Es gibt immer Menschen, die ein spezielles Thema haben, in einem speziellen Thema besonders stark sind. Oliver Kahn wäre wahrscheinlich niemals ein guter Stürmer geworden. Und selbst wenn du dir jetzt einen Arzt nimmst im Krankenhaus, der ein absoluter Top-Spezialist in Urologie ist, der ist kein Spezialist in Kardiologie. Und genauso ist es hier mit Ibn Ishaq. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Die Sira von Ibn Hisham, weil die so gut war, die wurde dann immer weiter kopiert. Und mit der Zeit ist Ibn Ishaq verloren gegangen. Vor einigen Jahrzehnten hat dann ein Gelehrter namens Dr. Hamidullah, ja, hat der Manuskripte durchstöbert. Das war sein Spezialfeld. Und er hat übrigens auch ein Manuskript von Hammam ibn Munabbi, der Schüler von Abu Huraira, gefunden. Aus der Zeit, der damaligen Zeit. Weil heutzutage die Sunna-Leugner, die kommen ja immer mit, ja, die Hadithe wurden erst 250 Jahre später geschrieben. Das ist Quatsch. Die Hadithe wurden vorher geschrieben. Nur die Hadithe wurden praktisch absorbiert in Bücher wie Bukhari und Muslim. Und dann brauchte man die anderen Manuskripte nicht mehr. Zur damaligen Zeit, wie ich schon gesagt habe, gab es keinen Bücherdruck. Das war schwierig. Das heißt, wenn Bukhari und Muslim die Hadithe von hier nimmt und von da nimmt und von da nimmt und von damit, dann brauchen wir danach dieses Manuskript und dieses Manuskript und dieses Manuskript nicht mehr, weil die Hadithe sind jetzt in einem Buch, das super geordnet ist. Dr. Hamidullah hat die Schrift von Hammam ibn Munabbi gefunden, der Schüler von Abu Huraira. Alle Hadithe, die dort drin sind, von der damaligen Zeit, finden wir heute in Bukhari, Muslim und Musnad Imam Ahmed, genau mit demselben Wortlaut. Für die Leute, die Hadithe kritisieren wollen. Dieser selbe Dr. Hamidullah hat, soweit ich weiß, sogar in Deutschland Manuskripte gefunden von Ibn Ishaq und hat sie verglichen mit Ibn Hisham. Weil wir haben eben was gesagt, Ibn Hisham hat von Ibn Ishaq abgeschrieben. Ja, und hat das aber zusammengefasst und es stimmt genau überein. Ja, damit man das sieht. Das stimmt also genau überein. Das heißt, Ibn Hisham hat seine Arbeit richtig gemacht von Ibn Ishaq. Ja? Und jetzt muss man sich eine Frage stellen. Wieso kommen die ganzen Manuskripte nach Europa? Nach Europa, nach Amerika, da werden andauernd Manuskripte gefunden. Die Antwort ist ganz einfach. Die sind in islamischen Ländern geklaut worden. Bei der Kolonisation wurden die Schriften, die man dort hatte, einfach mitgenommen und geklaut. Deswegen findest du zum Beispiel alte Koranexemplare. Und das haben die schon von der damaligen Zeit gemacht, um Manuskripte zu finden, um den Islam kaputt zu machen. Und deswegen, wenn wir heute Leute sehen, die Kinder der Mustaschrikun sind, der Orientalisten sind, und fangen an, in Deutschland islamische Theologie zu unterrichten,
dann müssen wir wissen, diese Leute sind von Leuten ausgebildet worden, die von Leuten ausgebildet wurden, die auf einen bestimmten Goldzieher und Schach zurückgehen, einige Juden, die versucht haben, den Islam kaputt zu machen, indem sie insbesondere Sira und Koran kritisieren. Und deswegen, damit ihr auch versteht, warum ich das erwähne, zum Beispiel der Professor für Islamverfälschung oder für islamische Theologie wird das ja genannt, in Münster, namens Mohammed Roshide, in einem Interview, da sitzt er in der Talkshow mit Hamid Abdussamad, kommt er genau mit diesem Scheinargument gegen Ibn Ishaq, um praktisch die Quellen, die wir haben, kaputt zu machen. Und sagt, ja, Imam Malik hat nicht gut über ihn geredet. Wie gesagt, deswegen antworte ich auch jetzt auf diese Sachen, damit ihr das schon mal wisst, was hier für ein Spiel gespielt wird. Was will man? Man möchte, wir haben gesagt, der Koran wird durch die Sira erklärt und diese Leute wollen den Koran zu einem Selbstbedienungsladen machen. Und es ist praktisch so, wir haben den Koran, dann sagt Allah im Koran, wir haben den Koran auf dich herabgesandt, die Ermahnung auf dich herabgesandt, Sure 16, Vers 44, damit du den Menschen klar machst, was auf sie herabgesandt wurde. Und dann kommt noch mein engerer Kreis, das Verständnis der Salaf, und das wollen sie nicht. Sie wollen, dass wir den Koran nehmen, die Leute kein richtiges Arabisch können, und dann erzählen sie ihm, das heißt dies und das heißt das, und Hölle heißt, das ist kein Ort der Bestrafung. Okay? Deswegen wollte ich diese Sache kurz erwähnen. Und er kommt genau mit den Argumenten wie die Orientalisten. Aber jetzt was anderes. Dann sitzt er dort mit Hamid Abdussamad. Hamid Abdussamad wird eingesetzt, um die Nichtmuslime davon abzuschrecken, den Islam anzunehmen. Ist ja ein Ägypter, sein Vater war ja Imam, der muss es ja besser wissen, dann braucht man den Islam gar nicht anzunehmen, der hat den Islam ja schon aufgegeben und ist jetzt glücklicher Atheist sozusagen, in Anführungsstriche. Und der andere ist dazu da, um den Muslimen einen falschen Islam beizubringen. Guck mal jetzt, die Heuchelei von beiden. Guck mal. Der eine sagt, was die Schlacht von Banu Qurayza angeht, wo mehrere hundert Juden getötet wurden, kommt jetzt Mohammed Rashid und sagt, ja, Ibn Ishaq ist ja nicht authentisch und das wurde nur überliefert, um zu zeigen, wie stark der Prophet war und so weiter, weil das waren Leute, die kriegerisch orientiert waren. So sinngemäß vermittelt er das. Wie können wir sowas widerlegen? Wenn dem so ist, dass Ibn Ishaq absichtlich mehr Todesopfer aufgezählt hat, als es wirklich gab, warum hat er dann bei anderen Schlachten immer erwähnt, dass die Todesopfer sehr wenige waren? Dann hätte er ja dort auch die Todesopferzahl gefälscht. Das zeigt Schwachsinn. Der andere, weil in den meisten Fällen war der Prophet barmherzig gewesen, auch mit seinen Feinden. Der andere, was erzählt der? Der andere erzählt die Schlacht von Mekka, als der Prophet Mekka erobert hat, als er zu den Muschrikun gesagt hat, geht, ihr seid frei. Leute wie Ikrimah ibn Abi Jahl, wie Safwan ibn Umayyah, Leute, die den Propheten jahrzehntelang bekämpft haben und der Prophet in seiner Barmherzigkeit, Frieden und Segen mit ihm, lässt sie frei. Was sagt der andere? Ja, nein, die ist unauthentisch. Das heißt, der eine, dieser Hamid Abdussamad, nimmt sich die Überlieferung mit den Banu Qurayza, wo mehrere hundert getötet wurden, und die, wo der Prophet barmherzig war, die streicht er, und der andere streicht die Geschichte mit Banu Qurayza, wo mehrere hundert Juden getötet wurden, die übrigens die Aggressoren waren, das wird nie erwähnt, und streicht das mit der Barmherzigkeit von Mekka. Nimmt nur das mit der Barmherzigkeit von Mekka. Was machen wir? Wir nehmen alles und wir sagen, es gab Situationen, wo der Prophet alaihi salatu wasalam diese große Stärke gezeigt hat, Alhamdulillah, und es gab Situationen, und meistens in meinen Augen die Situation, wo er Barmherzigkeit gezeigt hat, deswegen sollte bei uns auch, inshallah, die Barmherzigkeit überwiegen. Und wir sollten immer schauen in unserem Leben, wo wir barmherzig zu anderen Menschen sein können. Dann gibt es noch Tarikh-Bücher, Geschichtsbücher und Tabakat und Tarajim, wo die Geschichten erzählt werden von bestimmten Gefährten des Propheten. Beispielsweise Tabakat sind die Stufen. Das heißt, zum Beispiel bei Hadith-Büchern, man erklärt zum Beispiel, wer wann geboren wurde und wie der zum Islam gekommen ist. Und sowas spielt natürlich auch noch
eine sekundäre Rolle bei unseren Quellen für die Sira. Das heißt, wir haben viele Quellen, Koran, Sunna, Sira, Tabakat, Tarajim, und deswegen können wir uns darauf verlassen.